Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 56, 1983, das Ende des New Wave. Prostpunk zu unserem ersten Podcast im Jahr 2023. Wir hoffen, ihr hattet wegen unserer Januarpause keinen Prostpunk-Entzug, aber jetzt sind wir ja wieder da und reisen gleich mal 40 Jahre zurück ins Jahr 1983, um zu schauen, ob da noch der Postpunk abging. In dieser Folge reden wir über Bands wie Tears for Fears, wir reden über die Eurythmics, wir reden zum ersten Mal etwas ausführlicher über Madonna und David Bowie und ich erzähle euch noch eine Geschichte über die erste Punk-LP der DDR 1983 und wo die Stasi ihre Finger im Spiel hatte, denn ohne die Stasi wäre dieses Ding nie rausgekommen. Also bleibt dran, diese Geschichten gibt es später. Ja, und die Hälfte der Folge reden wir über Wham und Fantastic. Da, 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 da. Zu trinken gibt's heute ein Herrenpilz Premium, das kommt aus Marlow, Blankenfelde, Marlow in der Nähe von Potsdam. Ja. Das habe ich mal mitgebracht. Ich habe dort Verwandtschaft und mal ein Getränk gemacht. Ja, aber kennst du auch noch nicht, ne? Gestöbert, nee, sagt mir auch irgendwie überhaupt nichts. Und damit übergebe ich das Wort an Marc Thomé, ja, denn ich bin Lars Schmidt. Ja, genau. Ich bin Marc Thomé. Man hat uns gesagt, wir sollen das öfter mal erwähnen, damit die Leute auch wissen, welche Stimme sie wem zuzuordnen haben. So aber ich aus. Glaube, unsere langjährigen Hörer, muss man ja mittlerweile schon sagen, die können das schon ganz gut selbst. Wir gucken eher so ein bisschen, was war denn insgesamt so an Musik irgendwie am Start, was so ansatzweise zumindest mit unserem Post-Punk-Ansatz zu tun hat. Bands, die wir schon häufiger erwähnt haben, die werden wir nur kurz anreißen, würde ich sagen, oder wie siehst du? Ja, denke ich auch. Generell hatten wir uns ja auch schon mal vorher verständigt, ist das alles so ein bisschen musikalisch, aber ein bisschen verflacht in diesem Jahr. Ja, also ne, das ist tatsächlich so. Also viele Bands, die wir auch vorher schon mal irgendwie auf dem Schirm hatten, sind zwar kommerzieller geworden, so vom Erfolg her, aber eben auch kommerzieller vom Sound. Mhm. Um jetzt einfach nur mal so ein paar Namen schon mal reinzuwerfen, ja, über die wir uns nämlich nicht großartig unterhalten möchten. Aber ich meine, zum Beispiel hat Kesha Gugu eben mit White Feathers das Debütalbum veröffentlicht. Paul Young mit No Palais hat sein Debütalbum veröffentlicht. Und vor allen Kann Dingen, sein. Und das ist halt so das grässlichste, Wham und Fantastic. Du hast gar nicht reingehört, ne? Der Lars hat es nicht geschafft. Also, hast du es nicht geschafft? Das habe ich mir nicht gegeben. Aber Riesenerfolg und das zeigt natürlich, wo die Musik damals halt so ein bisschen hinging. Ne? Postpunk reden wir gar nicht mehr drüber in dem Jahr. Bands wie Q und Suzy haben in diesem Jahr ihr düster Image abgelegt und haben einen stilistischen Wandel hingelegt. Aber war kein Album gemacht, ne? Nee, das kann man sich dann wieder in unseren jeweiligen Folgen zu diesen Bands anhören. Bauhaus zum Beispiel haben sich komplett aufgelöst und getrennt in jenem Jahr. Dafür haben die Sisters die legendäre Reptile House EP und so Singles wie Alice und Temple of Love rausgebracht. Synthie Pop hat seine letzten Ecken und Kanten verloren und in Deutschland hat der NDW hat's auf die Spitze getrieben. 83, glaube ich, das erfolgreichste Jahr, aber gleichzeitig damit den Abgesang dieser Musikrichtung wieder eingeläutet. Fehlfarben, DAF, Ideal, lösen sich alle auf. Hm. 83 machen alle Schluss, vorübergehend oder für immer. Depeche Mode, muss ich sagen, jetzt wo ich nochmal so durchgegangen bin, was 83 rausgekommen ist, muss ich sagen, Construction Time Again, eines der wirklich besten Alben, weil die haben es genau umgekehrt gemacht. Ja, während Ultra Fox und Human League und die Bands immer weichgespülter wurden, haben die quasi den Industrial Hammer ausgepackt. Kann man sich alles in unserer Depeche Mode-Folge anhören. Ja, also ich würde auch sagen, dass eins der besten Alben des Jahres ist. Also wichtiges Album. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir lassen es aber mal ein bisschen weg. Wir lassen es mal ein bisschen weg, aber es soll erwähnt werden. Enclark ist auch noch wichtig. Enclark, Changing Places, genau. Und übrigens OMD und Dazzlechips. Dazzlechips, richtig. Ist ein cooles Album. Ist das letzte, wo sie noch so ein bisschen rumfrickeln und experimentieren, bevor sie dann auch in die Seichtigkeit abdrehen. Genetic Engineering ist ein toller Song, so mit diesen Sprachsamples und sowas. Also die Dazzlechips ist und natürlich Yazoo. Telegraph. Me Both ist auch noch ein cooles Album. Sollte man auch als Positives erwähnen. Und der Heavy Metal legt sein Erfolgsfundament in diesem Jahr. Sag mal bitte, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also Metallica-Debütalbum, Slayer-Debütalbum, alle auch hochgelobt damals von der Kritik. Megadeth werden gegründet, viele andere gab es ja schon zu der Zeit, aber das ist eben so ein Jahr, wo der Heavy Metal auch nochmal an Fahrt aufnimmt. Alles Bands, die dann ja wirklich stilprägend für dieses Genre sind. Und Heavy Metal, auch wenn es nur unsere Baustelle überhaupt nicht ist, aber durchaus auch ein nicht
zu außer Acht lassendes Musikgenre mit einer großen Bedeutung in den mittleren, späten 80ern dann ist. Ja, weltweit. Weil die Bands, die du auch gerade erwähnt hast, das ist ja auch alles jetzt kein Schrott oder sowas. Ich meine, der Schrott beginnt dann auch eher später. R.E.M.-Debüt erscheint auch in dem Jahr. Ach siehste, das wusste ich auch nicht. Das R.E.M.-Debüt heißt Murmur und da ist zum Beispiel Radio Free Europe drauf, so der bekannteste Song. Gut. Und deine Lieblingsvideosendung Formel 1 geht an den Start. Ja, natürlich, das ist und ja vollkommen richtig. Ich habe mir noch was überlegt. Oh, jetzt kommt's. Ja. Wir haben ja immer, liebe Hörer, ihr wisst das ja, die uns regelmäßig hört, wir haben ja immer so, jeder von uns hat immer so seinen Running Gag. Ne? Marc versucht ja immer Tom Waits unterzubringen. Ich immer die Band Die Art, das geht nicht, weil die gab es 1983 noch nicht, aber ich habe mir überlegt, ein deutscher Künstler, den wir hier auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt haben, weil wir in gewisser Weise durchaus Respekt für ihn empfinden, ob wir den nicht mal zum Running Gag machen. Roland Kaiser. Ja! Das Album Gefühle sind frei. Das war der Schlager des Softpornos. Jawohl. Also nicht die Gedanken sind bei Roland Kaiser frei, sondern die Gefühle, wen wundert's? Erscheint 1983 mit dem Hit Manchmal möchte ich schon mit dir. Ja, das ist natürlich der ganz große Klassiker. Das ist ja eins von Roland Kaisers Lieblingsthemen. Der eigentlich Ronald Keiler mal hieß. So, und U2-Album War mit den Hits New Year's Day und Sunday Bloody Sunday. Ja, also auch in diesem Jahr. Wie gesagt, mein Ding ist es halt nicht, aber es ist natürlich schon ein wichtiges Album und es ist auch wirklich eins der besseren. Ja. Dann mache ich mal ein Bier auf, Marc, und frage dich währenddessen 1983. Wie war denn dein Jahr 1983 sowas? War für mich ein wichtiges Jahr, weil ich damals tatsächlich umgezogen, was so ein bisschen doof war, weil damals war ich 12 und war halt gerade so aufs Gymnasium gekommen und hatte da auch mich mit vielen Leuten angefreundet und war eben auch da im Odenwald, wo ich gewohnt hatte, ziemlich verwurzelt. Und mein Vater hatte dann den Job gewechselt und wir sind dann halt aus dem Odenwald nach Rheinhessen gezogen und das war für mich schon so eine Zäsur gewesen. Ich kann es dir ja vorstellen, mit 12 Jahren kommst du gerade so in die Pubertät. Aber auf der anderen Seite habe ich dann da ganz viele Freunde später kennengelernt, die mich dann ja auch so ein bisschen hier zum Post-Punk und zur Musik, über die wir uns heute unterhalten, geführt haben. Na dann sagen wir mal Post-Punk. Also ein bisschen unherb. Mhm. Ja. Es ist trinkbar, ne? Also hatten wir schon bessere. Ja, okay. Wir einigen wir uns. Wie war es bei dir? 83? Ich bin 14 geworden im Sommer 1983 und dann im September in die 8. Klasse gekommen. Musikalisch, das war glaube ich noch so das letzte Jahr, bevor ich dann auf die gute Musik aufmerksam wurde. Dann 84 habe ich ja dann den Depeche Mode kennengelernt. 83 habe ich noch, ich habe nochmal überlegt, jetzt auch anhand von solchen 83er Playlisten und dann ist mir ein Song echt wieder ins Hirn geschossen. Afrika von Rose Laurent. Wie sagt das nix? Aber gut, dass du es gerade sagst mit der Musik. Also 83 war bei mir so das Jahr, wo ich so richtig angefangen habe, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Natürlich nicht mit der guten, aber mit Popmusik. Das lag eben, wie du eingangs schon gesagt hast, daran, dass halt Formel 1 auf einmal im Fernsehen lief, weil in Deutschland gab es ja noch kein MTV. Mhm. Und auf einmal hattest du eben diese wöchentliche Chartshow. Und das war natürlich ziemlich cool, weil du auf einmal wusstest, was in England, Amerika, Deutschland so vor sich ging. Und da fing ich dann so richtig an, Platten zu kaufen. Ich habe mir halt erst 83 die Man Without Hats, Rhythm of Youth gekauft, die ja da erst in Deutschland, glaube ich, auch erschienen ist und habe mir die beiden Culture Club Platten gekauft. Culture Club hatte übrigens auch 93 die Kissing to be Clever mit Karma Chameleon rausgebracht. 83. Was habe ich gesagt? 93. Nein, 83 meinte ich natürlich. Ich habe mir auch übrigens tatsächlich zu meinem 13. Geburtstag die Construction Time Again gekauft. Von dort an war ich dann wirklich so richtig Musik interessiert. Mhm. Und viele von den Bands, die wir jetzt auch heute besprechen, habe ich natürlich aufgesogen, wie sonst war es natürlich auch Kesha Gugu oder Wham oder sowas. Ganz viele von den Sachen, die wir heute besprechen, da könnte ich fast mitsingen, auch wenn ich die Lieder teilweise kacke finde. Gehört habe ich vieles von dem auch. Also wie gesagt, einige liefen ja im Ostradio. Und klar, hab auch ich dann immer schon versucht, so Sachen mitzuschneiden vom Radio. Platten kaufen ging natürlich nicht. Es gab aber damals tatsächlich eine Ostband, die ich cool fand. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt. Rockhaus hießen die. Die haben nämlich in dem Jahr ihre Debüt-Schallplatte Bonbons und Schokolade rausgebracht mit dem gleichnamigen Hit. Jo, aber hat auch nicht lange gedauert. Wie gesagt, ein Jahr später habe ich ja dann Depeche Mode kennengelernt. Und dann kam ja Bronzegebiet und Alphaville und Talk Talk und weiß ich was alles und Tears of Fears und dann war Ostmusik auch völlig uninteressant aber von dem Moment an. Da hast du bist ja der König der Überleitung, weil wir steigen doch gleich mal mit Tears for Fears ein. Gerne. Die nämlich ihr Debütalbum auch rausgebracht haben und das ist tatsächlich auch eine der
guten besten Platten des Jahres. Pop-Platten damals, also Roland Ausubel heißt der, ne? Und der andere heißt Kurt Smith. Das ist irgendwie so ein schöner Name, den man einfach so raushauen kann. Kommt aus der Nähe von Bristol. Band wurde 81 gegründet. Die erste Single, Suffer the Children. Danach kommt die erste Version von Pale Shelter. Besser, aber noch nicht so erfolgreich, wie man sich das so gewünscht hätte. Und dann sind die halt mit Mad World durchgestartet. 1983 kam das, glaube ich, dann auch raus. Und dann haben sie das Album hinterhergeschoben. Dann kam noch Change und dann kam halt nochmal der Remix beziehungsweise eine neu aufgenommene Version von Pale Shelter, die auch, glaube ich, nochmal in die Top 10 gestiegen ist. Ja. Und mit diesem Erfolg hat tatsächlich keine Sau gerechnet. Weil es ist ja fast ein Konzeptalbum, ja. Es geht ja um diese Primärtherapie, so mit, es geht um den Urschmerz, wo eben deine Neurosen im Prinzip auf traumatische Erfahrungen in der Kindheit zurückgeführt werden. Und da gibt's halt diesen Psychotherapeuten Arthur Janov, der das eben entwickelt hat. Und das ist wohl irgendwie der Roland ein ganz großer Fan gewesen, weil er nämlich selbst eine schwere Kindheit gehabt hatte. Genau, das verarbeitet er ja in dem und Song Mad World, ne, mit dem gewalttätigen Vater und so. Im Prinzip auf der kompletten Platte. Ja. Ne? Du siehst ja auch auf dem Cover, dass so ein Kind so ein in der Ecke offensichtlich missbrauchtes oder geschlagenes und so. Also es ist ein durch und durch natürlich auch irgendwo finsteres, düsteres Album, so von den Texten her. Mhm. Die Musik ist nicht ganz so finster. Und das hat aber alle total verblüfft, dass so ein doch leicht sperriges Werk, sehr melancholisches Werk, dass das eben so durch die Decke geht. Auf jeden Fall. Was soll ich da jetzt noch groß dazu sülzen? Du hast das ja wunderschön erzählt, noch mehr als ich wusste mit diesem psychologischen Hintergrund. Wie ich schon sagte, es ist für mich bei allen Alben, die ich mir jetzt so angeguckt habe, die in diesem Jahr erschienen sind, ob jetzt Debüt oder nicht, eines der stärksten, zusammen mit dem schon erwähnten Construction Time Again von Depeche Mode, hat eben die drei Knaller-Hits drauf, die du auch schon alle genannt hast. Das schon erwähnte Suffer the Children ist auch ein tolles Lied, auch mit diesem Kinderchor am Ende. Oder Watch Me Bleed zum Beispiel, auch ein sehr, sehr, sehr schön, guter Song. Auch The Hurting an sich, der Titel. Der Opener auch, gut, genau. Ja. Also da merkst du schon, da haben wir jetzt schon fast alle Songs auch erwähnt, die auf der Platte drauf sind. Kann nur jedem ans Herz gelegt werden. Naja, ich meine, die Erfolgsgeschichte wurde zwei Jahre später mit Shout und Everybody Wants to Rule the World fortgeschrieben. Ja, aber sie werden auch insgesamt ein bisschen fröhlicher. Also es ist nicht mehr so diese Schwere, die auf diesem The Hurting lastet. Es ist ein bisschen stadionrockiger. Musikalisch, klar. Aber die Songs from the Big Chair und das ist auch in den USA dann durchgestartet. Nach diesem Erfolg des Debüts ganz einfach die Möglichkeiten gehabt haben, dann auch die finanziellen, studiotechnischen Möglichkeiten, da eben mehr rein zu powern. Und das haben sie bestimmt auch gemacht. Also man muss sich ja nur Shout anhören. Ja, ja. Da wird ja geklotzt und nicht gekleckert. Ja, haben wir ja auch schon bei uns bei unserer Maximal-Folge auch erwähnt, weil es gibt einen tollen Remix zu. Wolltest du noch was dazu sagen? Wollen wir so ein bisschen mit diesem Synthi, wir sind ja doch immer so ein bisschen noch im Synthi-Wave oder sowas. Ich lass mich gerne überraschen, was hast du? Ich würde mal auf die Eurythmics kommen. Und zwar finde ich eine super interessante Geschichte. Also Dave Stewart und Annie Lennox, die ja damals noch ein Paar waren, haben ja 1981 In the Garden rausgebracht. Mhm. Das Debütalbum, produziert von Connie Plank. Und da sind dann halt so der Tschukai dabei und der Liebezeit, also so deutsche Krautrockgrößen. Der Herr Görl ist dabei, Gabi Delgado Lopez ist dabei, also die beiden Duff-Musiker. Und das ist ein tolles Album, aber es ist nicht sonderlich elektronisch, sondern das ist, sagen wir mal, so ein bisschen leicht krautrockig. Es ist sehr anspruchsvoll, toll, ist aber so vollkommen unterm Schirm durch, ja. Und dann haben die beiden halt, Lennox und Stewart, ihr kleines Ministudio, genannt The Church, eingerichtet. Und dann kommt halt eben dieser Mega-Durchbruch mit Sweet Dreams Are Made of This. Genau. Sweet Dreams Are Made of This. Who am I to disagree? Stewart und Lennox haben auch echt erst zu diesem Zeitpunkt angefangen, sich mit Synthis auseinanderzusetzen. Und haben dann halt angefangen, das irgendwie so auszuprobieren und daraus sind dann diese ja doch ziemlich puristischen Synthi-Stücke auch entstanden. Naja, da gibt's auch die Geschichte zu Sweet Dreams, dass der Dave Stewart gesagt hat, dass er da ja irgendwie
was hat er denn hinterher so erzählt, irgendwie den Rhythmuscomputer oder irgendwas falsch eingestellt hat, weswegen der eigentlich viel langsamer lief und einen anderen Rhythmus oder Takt hatte, als er eigentlich wollte. Aber das hat sich dann im Nachhinein natürlich als goldrichtig, als das Erfolgsmoment erwiesen, weil dadurch ist Sweet Dreams so geworden, wie es dann wurde und dieser Hit geworden. Ja, du merkst aber halt schon so, ne, man experimentiert halt damit rum. Ja. Und von daher haben die ja schon eigentlich auch so eine klassische Post-Punk-Attitüde da auch irgendwo an den Start gebracht. Dazu kam natürlich noch das geile Video. Dazu kam natürlich noch Annie Lennox in diesem Herrenanzug mit diesen orangefarbenen, also dieses mega androgyne. Also die war, glaube ich, in diesem Jahr wahrscheinlich auf dem Cover von jeder Mode- und Musikzeitschrift mit irgendwie Einfluss, ja. Dieses ganze Ding, ja, dass man irgendwo eine Zeitgeistmusik trifft, ja. Und dann natürlich noch Annie Lennox, die halt auch so mit ihrer ganzen Art her auch nochmal den Zeitgeist trifft, und dass das dann irgendwie durch die Decke geht, ist natürlich relativ klar, ne? Also ich bin nicht so ein ganz mega großer Freund von diesem Album. Nee. Ich finde halt Love is a Stranger finde ich toll und ich finde natürlich Sweet Dreams toll. Ja, aber der Rest ist ja so ein bisschen so beliebig, ne? Da finde ich das erste Album geiler. Ja, das war mir wieder so irgendwie zu speziell, zu frickelig, wahrscheinlich weil es so diese krautigen Einflüsse auch hatte. Und sie haben ja 83 zwei Alben rausgebracht. Ja, kommt ja dann noch das Album Touch. Immerhin noch mit so Hits wie Here Comes the Rain Again und Who's That Girl. Die gut sind. Und ich muss sagen, das Album hat mir sogar so vom Durchhören noch besser gefallen als Sweet Dreams. Es ist ein bisschen runder. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist runder. Mir geht ihre Stimme, also sie ist eine gute Sängerin, aber ihre Stimme ist eben auch sehr speziell und hat bei mir bei beiden Alben dann auf die Länge gesehen, hatte ich dann so meine Momente, wo ich gedacht habe, boah, jetzt. Aber du hast schon gesagt, da kommt halt alles zusammen bei den Eurythmics. Ihre Stimme, ihr ganzes Auftreten, ihr ganzes Äußeres, Dave Stewart als genialen Musiker, Songschreiber, Komponist, also die Verbindung aus zeitgemäßer Musik und dem richtigen Style, der richtigen Optik, dann funzt das halt, ne? Und halt wie bei so vielen Bands, man muss es ja auch hier wieder sagen, MTV macht natürlich hier auch eine Menge aus. Große Rolle gespielt, na klar. Wirklich, das ist die Sache. Ja. Das ist die Sache mit den Videos. Da habe ich noch ein prima Beispiel. Ich gehe auch nur ganz kurz drauf ein, weil glaube ich Lars Musik ist es nicht. Das sind halt die Thompson Twins. Die haben ja Quickstep and Sidekick rausgebracht. Und das ist aber sau interessant, weil die nämlich genau diese MTV-Geschichte in ihren Karriereplan mit einbezogen haben. Und das ist schon faszinierend, wenn man sich das mal anguckt. Also die Thompson Twins waren immer so eine Band, die standen so, glaube ich, mit 4 bis 7 Mann auf der Bühne, haben zwei Alben rausgebracht. Und dann fangen die an zu überlegen, dass man hier doch vielleicht anfangen könnte, ein neues Image sich aufzubauen. Und auf einmal reduzieren die sich auf 3 Personen. Das waren dann halt eben nur noch der Tom Bailey, also das ist ja so der Mastermind. Dann die Elena Curry, das ist da die Blonde, ne, du weißt. Und dann hatten sie dann noch den Joe Levy dabei, das ist der Schwarze mit den Rastas. Es ging gar nicht mehr darum, jetzt mit 7 Leuten irgendwie so auf der Bühne zu stehen und diese Musik zu machen, sondern es ging eher darum, diese Musik zu überführen in so ein synthi gesteuertes New Wave-Ding. Dazu haben die sich dann eben die Haare ein bisschen anders gemacht, sie halt so diese blonde Frisur, eher die rote hochtopierte mit dem Zöpfchen, eher die Rastas. Mit diesen signifikanten Frisuren, mit diesem signifikanten Auftreten sind die dann natürlich mit ihren Videos groß rausgekommen und sie hatten natürlich auch so einen gewissen Wiedererkennungswert und das tat natürlich der ganzen Sache irgendwie ihrem Erfolg total gut. Ne? Die Musik war immer noch so ein bisschen leicht funky, aber dennoch finde ich, dass das Album tatsächlich ganz gut, ja. Also da ist Love on Your Side ist da drauf und VR Detective ist da drauf. Sind schon so 2 eigentlich relativ coole Songs noch. Ehe sie dann halt dann mit dem Nachfolgealbum dann Into the Gap und dann halt so Hits wie Hold Me Now und Dr. Doctor, also in den Kanon der 80er Mega-Pop-Hits da halt reingekommen sind. Aber auch schnell wieder weg waren dann, ne? Ja, danach war ja auch. Ja, da gab noch ein Album, was noch einigermaßen erfolgreich war, Don't Mess with Dr. Ach, das, Dream. Das haben wir noch. Okay. Gab so geile Maxi. Und aber danach wurde es auch immer langweiliger und aber so waren halt, so war das. 83,
So es ging wirklich viel um den Erfolg und es funktionierte ja auch. Ist ja nicht so, dass dann die Leute gesagt hätten, will ich nicht hören, sondern die haben das halt auch gekauft, wie bekloppt. 1983. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Louis Dufunay ist gestorben. Ein schmerzhaftes Ereignis für alle Freunde des komischen französischen Films. Ich habe den geliebt, also gerade so als Kind. Also der Wahnsinn. Also selbst die Filme liefen ja auch in der DDR. Die legendäre Szene, ich meine, das ist auch das große Restaurant mit dem Muscatnuss, Herr Müller. Muscatnuss, ja. Und dann kommt doch dieser Schatten von der Lampe, er bewegt doch dann den Kopf. Und dann immer so der so Hitlerbärtchen. Der Schatten der Lampe, ne? Doch das Hitlerbärtchen auf ihn. Großartig. Genau, nicht ganz so großartig. Helmut Kohl wird Kanzler. Die gefälschten Hitler-Tagebücher wurden vom Stern veröffentlicht, übrigens. Riesending damals. Ne, mit toll verfilmt in Stonk. AIDS wird zum ersten Mal Titelthema in den deutschen Medien, und zwar beim Spiegel. Ah, okay, siehst du. Und auch, siehst du, noch ein Musikthema. Udo Lindenberg tritt im Rahmen von Rock für den Frieden in Ost-Berlin auf. Ah, okay. Mit seinem Sonderzug nach Pankow, obwohl ich glaube, den durfte er da nicht singen, aber der stammt ja auch aus demselben Jahr. War ein Mega-Hit damals von ihm und ja, habe ich damals eben auch bei Formel 1 zum ersten Mal gesehen. 1983. Was machen wir als nächstes? Madonna hat ihr Debüt veröffentlicht. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Ich habe es mir jetzt zum ersten Mal überhaupt angehört und ich muss sagen, ich habe auch nichts verpasst. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da ist es jetzt mal von Holiday und von Borderline, das waren ja auch zwei ihrer frühen Singles, finde ich den Rest, das ist so Teenager-Pop, wo ich gedacht habe, okay. Und das war so der Grundstein für so eine Mega-Weltkarriere, ja relativ schnell auch im Anschluss schon, aber das Album Plastikpop. Ich sehe das anders, weil Madonna ist durch das New Yorker Nachtleben getingelt und kannte dann natürlich auch die entscheidenden DJ- und Produzentengrößen, hat dann Demos von ihren ersten Songs produziert und hat zudem dann in den Clubs getanzt. Und daraufhin wurden dann halt diverse Produzenten auch auf sie aufmerksam. Und gerade diese ersten beiden, wie ich auch finde, ziemlich geilen Singles, Everybody und Burning Up. Wurde sie dann tatsächlich relativ bekannt. Und dann kam das Album raus, was ein gewisser Reggie Lucas produziert hat. Sie fand es aber noch nicht clubtauglich genug. Und hat dann den DJ Jelly Bean Benitez dazugeholt, der auch später dann mal so kurzfristig ihr Lover war. Und der hat dann nochmal so einige Sachen ein bisschen aufgepeppt und hat dann unter anderem auch Holiday, ihren ersten großen Hit, produziert. Und man darf den Einfluss dieses Albums echt nicht unterschätzen, weil das klingt aus heutiger Sicht wie so ein beliebiges 80er-Jahre Pop-Ding, aber sie war die Erste. Sie hat praktisch mit diesem Album so eine Art Meilenstein, man sagt ja immer, das sei Post-Disco, so die Blaupause dafür geschrieben. Und das ist halt so das, was dieses Album eben so besonders macht. Also das klang für damalige Verhältnisse echt jung, frisch und besonders. Alles, was danach kam, hat das dann halt irgendwo auch versucht zu kopieren. Und das ist halt so das Wichtige an diesem Album. Wenn man es jetzt heutzutage zum ersten Mal hört, sagst du, ja, so klingen ja irgendwie 80% der, ja, wie soll ich sagen, so Pop-Disco-Dinger da halt irgendwie aus den 80ern. Aber sie hat so mehr oder weniger diesen Stil eingeführt. Und das ist das Besondere an dem Album. Vielen Dank für diese Lehrstunde. Noch einer von den Künstlern, die mir ja irgendwie sehr wichtig sind, ist halt David Bowie mit Let's Dance. Möchte auch jetzt da nicht so groß drauf eingehen, aber es ist halt wiederum so David Bowie als Chamäleon, ne, so, da kam halt Ziggy Stardust, da war er sehr stark eben in diesem Glam-Rock unterwegs, dann hat er danach ein Album rausgebracht, ich muss gerade mal gucken, genau, Young Americans, wo er dann mit New Yorker Soul- und Funk-Größen zusammengearbeitet hat, ist dann nach Berlin, hat dann so ein bisschen Krautrock für sich entdeckt und hat irgendwie angefangen mit Synthesizern zu arbeiten, bringt dann halt Scary Monsters raus, wo ja die ganzen New Romantics dann irgendwie drauf losgegangen sind, wie bekloppt, wo Ashes to Ashes da ist. Und dann kommt er halt mit dem weißen Anzug, diesen blondierten Haaren zurück und macht halt so mega poppigen, ja, wie bezeichnet man das? New Wave, ja, Soul, Soul Rock, drin, irgendwie ja, sowas. Alles so, ne? Und das ist sein erfolgreichstes Album ever. Ich find's ja geil. Also, aber die David Bowie Fans damals und heute sagen halt, schwierig, also die sehen das ja ambivalent, weil er hat selber gesagt, ich möchte
jetzt was Neues machen, ich möchte jetzt gerne den Massengeschmack bedienen. Und ich meine, das Coole ist natürlich, wenn David Bowie sagt, ich bediene jetzt mal den Massengeschmack, dann klappt das auch interessanterweise. Das Image, die Musik, sind ja auch nur 8 kleine Tracks da irgendwie auf diesem Album drauf, hat sich aber echt verkauft. Wie bescheuert er ja, hat. Ja, es hat ja 3 große Hits dabei mit Let's Dance. China Girl und Cat People. Und Modern Love ist auch noch drauf. Ja, und der Rest finde ich dann auch schon, ne? Also es ist wahrscheinlich auch mehr so. Geschmackssache. Also ne? er hat sich natürlich Niles Rodgers, den Chic-Chef, ja. Reingeholt. Und das klingt natürlich alles schon ein bisschen funky. Ich weiß noch, 83 in der Schule, wir mussten mal unsere Lieblingsplatten mitbringen und da hatte ich noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Musik und die Mädels hatten alle Let's Dance von David Bowie dabei, also mit 12, weißt ja. du? Also der hat da irgendwo so einen Zeitgeist, aber auch der Jugend, also so, weißt du, auch so generationenübergreifend irgendwie getroffen, der Wahnsinn. Ich meine, die Singles findest du ja eigentlich auch gut. Ich habe ne? generell, so. Ja, natürlich finde ich die cool und auch andere Songs von David Bowie aus seiner Schaffensphase. Aber trotzdem habe ich nie so richtig den ganzen Zugang zu ihm gefunden. Ich kann dir auch nicht erklären, warum. Bowie ist für mich so ein, der ist und bleibt für mich wahrscheinlich irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist er aber auch. Ich habe eine Best-of von ihm zu Hause, da sind die ganzen Kracher alle drauf, die kann ich mir auch gut anhören, aber das reicht mir auch. Also mir ging es da auch ähnlich wie dir und ich kann auch nicht mit allen David Bowies was anfangen. Es wirkt ja auch so, als sei er irgendwo mehrere Künstler gleichzeitig. Ja. Aber was ich vorhin schon mal so angezeigt habe, so ne vom Glam über diese Berliner Phase, die ja sehr interessant war und dann halt in den 80ern, er sagt ja selber so, das seien seine Phil Collins-Jahre gewesen, weil er halt da beständig in den Charts war. Und dann kommt er aber auch in den 90ern und in den Nullerjahren und auch in den 10er-Jahren bis zu seinem Tod wieder zurück und macht immer wieder neue, coole Musik. Ja. Und das finde ich schon sehr spannend. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich Fan von ihm bin. Aber wir haben wenigstens mal... Ja, das hatten wir ja schon immer mal überlegt, dass sie ihn mal würdigen. Ich meine, wie viele Punk- und Post-Punk-Heroen beziehen sich auf ihn. Da gibt's ja quasi keinen, der das nicht irgendwie macht. Also das ist ein Einfluss auf diese Musik irgendwo in den späten 70ern, Anfang der 80er. Das kann man überhaupt gar nicht unterschätzen, ja. was der Mann da irgendwie an den Start gebracht hat. Und den hätte es viele von den Bands, die wir so hier schon häufiger erwähnt hatten, wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ja, ja. Kommt nicht um ihn rum. Nee, man kommt nicht um ihn rum. Das stimmt. Lars, was hast du noch für Platten? Jetzt habe ich noch eine spannende Geschichte, die ich nicht vorenthalten möchte bei all dem Pop, den wir heute hatten. Nochmal richtigen Punk. Ja. 1983 ist nämlich die erste richtige Punk-LP der DDR erschienen. Ach komm. Nicht wie immer behauptet wird. Ich habe das ja selber auch schon mal so gesagt, dass das Debütalbum von Feeling B 1989, das ist das erste, ich sag mal so staatlich durchgewunkene Album. Es gab 1983 eine LP mit 2 DDR-Punk-Bands, nämlich mit der Zwitschermaschine und mit Schleimkeim. Und diese LP ist allerdings nur im Westen erschienen, also so ein ganz konspiratives Ding. Die Idee dazu... Ist ja cool, ne? Also das hätte mich auch gewundert, wenn man 83... Ja, 83 war eine Zeit, wo der Staat noch rigoros gegen die Punk-Szene in der DDR vorgegangen ist. Da hatte ein Westberliner Mitarbeiter des Stadtmagazins City, der auch regelmäßig nach Ostberlin gefahren ist und dort Leute aus der Szene kannte, die Idee dazu. Der kannte unter anderem die damalige Punkband Rosa Extra und hat dann gefragt, ob die nicht Interesse hätten an so einem Projekt. Und die haben gesagt, ja, hätten wir Interesse, aber müssten wir uns Unterstützung zu holen, weil wir kriegen das hier gar nicht gebacken mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und die sind dann zu dieser anderen Band, zu der Zwitschermaschine, was ein schwieriges Wort, gegangen. Ja, ist echt nicht einfach. Wo unter anderem der Schriftsteller Sascha Andersen mit maßgeblich beteiligt war an diesem Projekt. Auch keine klassische Punkband, sondern eher so ein Avantgarde-Kunst-Ding-Projekt. Und dieser Andersen, der war eben super vernetzt damals in der DDR, so unter den ganzen regimekritischen Künstlern. Und er war Stasi-Spitzel. So. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen wir zu diesem... Kannst du ja einen Film draus machen. Ja, zu dieser ganzen künstlerischen Sache brauchen wir jetzt aber nochmal eine richtige, authentische Punkband dazu.
Da gab es Schleimkeim, die kommen aus Erfurt und die haben sie dann noch dazu geholt. Die hatten aber Schiss, unter ihrem richtigen Namen dann auf die Platte zu treten und haben sich für dieses Album quasi in Saukerle umbenannt. Dann wird das Ganze in einem Privatstudio in Dresden aufgenommen und kurz danach hat Rosa extra Besuch von der Stasi gekriegt und der Band wurde angedroht, wenn sie nicht ihre Aufnahme rausrücken, dann landen sie alle im Knast. Die haben kalte Füße gekriegt, was man durchaus ja verstehen kann, und haben die Platte also das Aufnahmeband rausgerückt. Dadurch kam am Ende nur die Zwitschermaschine und Schleimkeim alias Saukerle auf die Platte. Deren Bänder dann irgendwie nach West-Berlin geschmuggelt wurden, wo sie dann als LP gepresst wurden. Einige wenige Exemplare konnten auch wieder zurück in die DDR geschmuggelt werden, aber offiziell ist die Platte da natürlich nie erschienen. Die wurde dann höchstens dann auf Kassette überspielt und auf die Art und Weise dann weiter verbreitet. Aber auch Schleimkeim hatten nicht lange Spaß an dieser ganzen Aktion, weil auch bei denen klingelte dann irgendwann die Stasi und hat die Jungs mitgenommen. Der Sänger Dieter Ehrlich, Spitzname Otze, insgesamt 4 Wochen im Knast gesessen, wurde auch nur deshalb rausgelassen, weil er sich dann bereit erklärt hat, über die Thüringer Punkszene zu berichten, was er allerdings nur 1,5 Jahre gemacht hat. Danach ist irgendwie diese, sag mal so, informelle Mitarbeit dann auch ins Leere gelaufen. Bis zur Wende wurde er quasi von der Stasi überwacht und bei jeder Kleinigkeit auch immer wieder einkassiert und eingesperrt. Der ist 2005 auch schon verstorben. Zwitschermaschine wurden von der Stasi, wen wundert's, verschont, weil die natürlich Schiss hatten. Wenn sie die anderen Jungs hochnehmen, fliegt ihr eigener IM auf. Der Herr Andersen ist erst nach der Wende dann aufgeflogen. Der soll heute in der Nähe von Frankfurt am Main leben und immer noch als Schriftsteller arbeiten. Okay. Aber eine schöne Geschichte. Finde ich auch. Und da sie halt in diesem Jahr spielt, habe ich gedacht, erzähle ich die hier mal. Achtung, Achtung. Und was mir gerade aufgefallen ist, während ich den Podcast abgehört habe, da rede ich die ganze Zeit über die erste Punk-LP der DDR und sag nicht einmal, wie sie heißt. Das Ding heißt DDR von unten. Und das sei hier unbedingt nachträglich nochmal erwähnt. Prost, Punk. Ende. Eine muss ich doch noch ganz kurz erwähnen, und zwar ist es Laid Back. Die beiden Dänen mit Keep Smiling, dem Album, wo halt der Sunshine-Reggae drauf ist und bei 14 Ländern Nummer 1. Das Schöne an der Sache ist vielleicht noch, dass in USA den Sunshine-Reggae keiner hören wollte, aber dass die B-Seite halt White Horse ist und das wurde halt in USA ein mega Club-Hit und ist es heute noch. Also White Horse kannst du heute noch auf jeder Elektro-Disco spielen. Also ein großer Knaller. Und so ist das ganze Album, was ja auch vom Cover her echt furchterregend aussieht. Ich habe das hier irgendwo rumstehen. Also ich glaube, es ist somit das hässlichste Cover, was man sich so vorstellen kann. Ich muss es gleich mal fotografieren. Ja, also die meisten werden es ja kennen. Aber es ist genau der 80er-Jahre-Style. Ja, exakt. Ne? So. Aber weißt du, das Album, das ist so hin und das zieht einen hin und her, weil Sunshine Reggae ist natürlich schon auf der einen Seite so ein Plastik-Pop- Ding. Ich finde ihn aber gar nicht schlecht. High Society Girl ist für alle Freunde der Italo-Disco echt schon ein cooles Teil. Ja? Elevator Boy heißt, glaube ich, auch noch so ein Song, der da drauf ist. Und das White Horse ist natürlich mit diesem reduzierten, mega elektronischen Beat und so, ist echt eine geile Sache. Das wollten die wahrscheinlich gar nicht, dass sie da irgendwie so einen Club-Hit produzieren, aber hat irgendwie geklappt. Um sie noch zu erwähnen, die Toten Hosen haben hier Opel Gang, also um das Thema nochmal nach Deutschland zurückzuholen, veröffentlicht. Der Rest sind jetzt eher Singles, die in diesem Jahr rausgekommen sind, die aber durchaus auch ihren Einschlag in der Popgeschichte hatten, nämlich Boytronic mit You ist 83 erschienen. Ach komm, so alt ist das schon. Die Smiths haben mit This Charming Man ihre Single veröffentlicht. Auch Relax von Frankie Goes to Hollywood ist schon 83 erschienen, allerdings dann erst. Das Album kam 84. Und auch die Single ist erst im Januar 84 dann gechartet in England. This Is Not a Love Song von Public Image Limited ist im September 83 erschienen. Und New Order, Blue Monday, hat im März 83 das Licht der Welt erblickt. Ja, wichtig. Also ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Songs aus dem Jahr. Ja. Eine Sache habe ich auch noch, weil ich wollte noch den kleinen Abgesang auf The Police machen. Ach ja, stimmt, ja. Weil die hatten ja mit Synchronicity ihr letztes Album rausgebracht, ihr 5. und letztes.
ist ein gutes Album. Also Wrap Around Your Fingers ist drauf, ne? So Every Breath You Take, Synchronicity, gibt ja zwei Teile von dem Song, ist auch toll. Aber man merkt schon, es ist halt zwar die Band auf ihrem Höhepunkt, also man sagt so, es sei vielleicht auch so eins ihrer besten und man sagt auch, sie sei vielleicht zu dem Zeitpunkt eine der größten Bands auf der Welt gewesen, aber es ist halt schon so mehr und mehr so, dass halt Sting einfach die Fäden in die Hand genommen hat und die anderen beiden, Andy Summers und Stuart Copeland, eventuell aus der Band so rausgedrängt hat. Von den 10 Songs sind auch 8 von ihm. Und so dieser klassische Police-Sound ist ja auch gar nicht mehr da. Ne? Sie hat am angefangen, auf Stings Initiative auch mehr jetzt mit Synthes und sowas zu arbeiten. Diese ganzen Reggae-Sachen und auch so, weißt du, was du ja nicht magst, so dieser mehrstimmige Sting-Gesang, den man ja dann immer so nach vorne gemischt hat, gibt's ja auch nicht mehr. Darum magst du ja Every Breath You Take so ganz gut, ne? Weil es ja eher so ein bisschen ein reduzierteres Ding ist, was sich über das komplette Album hinwegzieht. Und so ist es zwar ein gutes Album, ich mag es eigentlich auch sehr gerne, aber es ist eigentlich eher, finde ich jetzt persönlich, ein Sting-Album als ein Police-Album. Aber mega Erfolg damals und wurde auch in den höchsten Tonentönen gelobt, aber es war halt so eben auch so ein bisschen eben der Schlusspunkt für die größte Band der New Wave-Zeit. Ja, so ein paar Songs, Every Breath You Take, kann ich mir anhören. Bei Roxanne kriege ich Ohrenschmerzen. und deswegen konnte ich mich nie dazu durchringen, mal tiefer in den Kosmos. Oh, du merkst das schon, ne? So, alleine was du jetzt gesagt hast, ne? Vergleich mal bitte Roxanne mit Every Breath You Take, da merkst du natürlich diese mega Entwicklung, die halt da auch irgendwo gemacht haben, dass sich Police aufgelöst haben. Da gab es so eine Doku drüber, wo es dann hieß so, naja, die Auflösung von Police bedeutet für uns das Ende des New Wave. Ist die letzte große New Wave Band. Blondie gab es auch schon nicht mehr. Und man hat so ein bisschen so diese große Phase des Post-Punks hat man eigentlich mit Police beerdigt. Und das ist ja in etwa auch das, was wir so am Anfang unserer Folge schon gesagt haben. Dass damit das irgendwie ist auch dieser New Wave, das ist ganz gut. Ja, ist ganz gut. Das erklärt das ganz gut. Gab's dann ich hätte nicht das jetzt, mehr so. Siehst du, dadurch, dass ich eben kein Police-Kenner bin, hätte ich das über den Weg jetzt gar nicht herleiten können. Aber das stimmt natürlich. Ja. Also das bringt so was zu Ende, so diese New Wave und Post-Punk-Ära, wobei ich wohl sagen würde, der Post-Punk an sich schon ein Jahr früher die Kurve gekratzt hat. Aber das ist das so, wie wir es versucht haben, am Anfang schon zu ergründen, ganz gut gesagt, weil danach entwickelt es sich weiter oder fächert in andere Musikstile auf. Geschichtsstunde. Ich habe noch ein paar Eckdaten zu historischen Ereignissen aus dem Jahr 1983, mein lieber Marc. Dass das ja natürlich auch eines der heißesten Jahre des Kalten Krieges gewesen ist. Nämlich, weil Ronald Reagan das SDI-Programm verkündet hat, dass die Amis da den Weltraum aufrüsten wollen, dass die Russen ja ein koreanisches Passagierflugzeug abgeschossen haben. Dann gab es ja dieses NATO-Manöver Able Archer, was ja einen Atomschlag quasi simuliert hat. Ne? Im Dezember wurden die Pershing-2-Raketen in der Bundesrepublik stationiert. Und eben diese Geschichte von dem Oberstleutnant der Roten Armee, der ja diese Fehlfunktion des russischen Raketenabwehrsystems, naja, nicht durchschaut hat, aber der kühlen Kopf bewahrt hat und als die gemeldet haben, die Amis hätten irgendwie, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Raketen auf sie abgeschossen. Ja, das dann eben das, nicht ja, sofort zurückgeschlagen genau, das hat, richtig, sondern richtig gestellt hat. Dann, hat ne? Genau. Also, da war die Welt schon das ein oder andere Mal so kurz vorm Abgrund gewesen. Genau, Stanislav Petrov heißt er übrigens. Und natürlich für die Friedensbewegung war das dadurch natürlich auch eines der größten Jahre aufgrund der ganzen Aufrüstung. Ja, eben auch Atomkraft, nein, danke. Ja, Aufstieg der Grünen, das fällt dir alles in diese Zeit. Also auch neben der Musik ein sehr geschichtsträchtiges Jahr, also aus unserer Sicht. Normalerweise müsste man es natürlich anders sagen. Also es gab auch. Ja. Neben der großen Politik gab es auch ganz interessante musikalische Entwicklungen und Geschichten in diesem Jahr. Ja. Die wir euch hoffentlich in dieser Folge ganz gut nahegebracht haben. Deswegen trinke ich mein letztes Schlückchen Bier. Ja, ich habe meinen schon wieder alle. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen wie immer, schaut mal in unseren Facebook- oder Instagram-Account. Sagt eure Meinung. Freuen wir uns immer drüber. Freut euch auf die nächste Folge. Auch das. Wo wir euch ein paar spezielle Songs aus den 80ern vorstellen. Prost, Punk und bis zum nächsten Mal. Genau, in diesem Sinne. Wir freuen uns.